Künstliche Intelligenz kann uns auch bei der Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur unterstützen. Während ChatGPT nicht geeignet ist, um nach Quellen zu suchen, weil es keine real existierenden Quellen nennen kann, kann es uns helfen, unsere Recherche vorzubereiten. Dafür geben wir zunächst als Prompt, also Arbeitsauftrag, unsere fachliche Ausrichtung an und definieren genau, was wir als Ausgabe von ChatGPT benötigen. Wie bei jeder Recherche benötigen wir als erstes unsere Fragestellung und die einzelnen Aspekte der Thematik. Hier können wir ChatGPT beispielsweise bitten, uns die Aspekte entsprechend des Pico-Schemas zu nennen. Im nächsten Schritt benötigen wir Synonyme, Oberbegriffe, Unterbegriffe und verwandte Begriffe auf Englisch, um diese in die gewünschte Datenbank einzugeben. Auch die Trunkierung können wir von ChatGPT direkt umsetzen lassen. Die so gesammelten Suchbegriffe können jeweils mit OR verknüpft werden. Auch hier können wir uns von der KI unterstützen lassen, um unseren Aufwand zu reduzieren. Solche oder ähnliche Arbeitsabläufe, in denen es um die Generierung von Text geht, können sehr gut von KI umgesetzt werden. Die fachliche Kontrolle der Begriffe liegt am Ende aber immer bei uns als Nutzenden.